Ich bin heute im Namen von Info 8 an der Kundgebung von der Gruppe Giardino in Zofingen gesehen. Die Vereinigung setzt sich für den Erhalt der Schweizer Milizarmee ein und kritisiert die heutige Sicherheitspolitik in Bundesbern. Es sind namhafte Politiker, aber auch sonstige Sicherheitsexperten in dieser Vereinigung aktiv. Und sie haben vor allem harsche Worte an die Offiziellen zu richten. Hauptreferent bei der Gruppe Giardino war der Divisionär Eugen Hofmeister. Er hat Einblick in die heutige Situation der Armee gegeben und hat die offensichtlichen Missstände auf den Tisch gelegt. Hier haben wir viel Know-how, viele Fachpersonen, viele Milizoffiziere, die hier sich zusammengetan haben und wirklich eine schlagkräftige Organisation gründen wollen gegen die systematische Demontage des Milizprinzips. Das Hauptproblem der Armee heute ist, dass der Bundesrat nicht konkrete Aufträge an die Armee formuliert. Also wie lange sie welche Aufgabe in welcher Stärke muss können durchheben. Ich habe den Eindruck, dass die Armee im Volk nicht mehr den Rückhalt hat und die Basis, die sie eigentlich eben gehabt hat früher und die sie eigentlich eben heute eigentlich immer noch haben. Also positiv stelle ich fest, dass unser verantwortliches Instruktionspersonal und die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, die jetzt im Dienst sind und ihre Dienst leisten, hervorragende Arbeit machen. Das ist völlig unbestritten. Eine Katastrophe ist das politische Verhalten vom Gesamtbundesrat, wo der Ueli Maurer ständig in die Defensive jagt und vor allem von der ganzen Bundesversammlung, wo die Armee trostlos im Stich lässt. Eine Armee, die absolut in der Krise ist. Das schlägt kein Geissen weg. Und dem wollen wir gegen aus aktuellem Anlass haben wir Passanten in der Stadt Luzern befragt und von ihnen wollen wissen, was sie von der Armee halten. Was denkst du jetzt über das Militär? Also ich bin froh, wenn ich eine Frau wäre. Mich würde so anschiessen, ins Militär zu gehen. Was haltest du von der Schweizer Armee? Von der Schweizer Armee? Ja, also einerseits ist es ein bisschen feurig. Weil die Schweiz braucht ja eigentlich gar keine Armee. Aber andererseits ist es natürlich eine gute Erfahrung, wenn man ins Militär geht und das Militär macht. Gehst du jetzt denn ins Militär oder wie sieht es bei dir aus? Ja, wenn ich die Schule fertig habe, gehe ich ins Militär am nächsten August. Der Zivildienst ist für dich keine Alternative? Nein, das werde ich nicht machen. Ich gehe schon ins Militär.